Okay, so, ich habe die Aufnahme gestartet. So, los geht es mit den DLCs heute. Ganz, ganz wild. Achso, habe ich die Discord-Benachricht abgeschickt? Nein, habe ich nicht. Natürlich nicht. Natürlich habe ich das nicht. Aber jetzt. Und wir fangen an. Ich habe jetzt mal eben schnell geguckt. Wir müssen jetzt einfach scheinbar wirklich nur diese Person hier ansprechen. Oh, don't mind Häufig me, genug. didn't mean to fall apart. Now, Ashen One, I have a kindness to ask of you. My lady lives in the cold land of Ariandel. I need you to show her flame. A proper flame that will burn the rot away. If you truly are Ash, then it must be fire that you seek. Annehmen. Ah, thank you. They of Ash never fail. Just a moment, then. The painting of Ariandel. Well, rotted scrap of it, that is. Go on. Take it. Touch it. The ashes were too. Dann sollten wir vielleicht ihm mal den richtigen Rang jetzt geben. Ja, irgendwie mit dem Reagieren, das hat irgendwie alles nicht so funktioniert, hab ich so das Gefühl. Naja. Ja, ich weiß, dass es mit dem Reagieren funktioniert, aber die Leute verstehen es irgendwie nicht so. Hi. Warte kurz. Have you just arrived? How very Jetzt unusual. gerade erstmal auf Englisch Just gelesen. how Seid ihr long has just it been? angekommen? Rejoice, my new friend. For this is a true haven of the forlorn. The cold and gentle painted world of Ariandel. Quick, Das go ist doch das Gebiet along. aus dem ersten Teil, oder? Find one for yourself. A sweetly rotting bed Wir to können lie jahrhundertealte upon. Tradition ändern. Okay. Yes, of course. You're no exception. We've all seen terrible things. But you're safe now. Let it ease your burden. Ariandel will make a fine home for you. So, go on ahead. Find one for yourself. A sweetly rotting bed to lie upon. Quick, a sweet. Ja, okay. Schlafen ist eine hervorragende Idee. Ja. Malte Welt von Ariandel. Das ist doch. So ist das Gebiet in Teil 1, ne? Cool, sind wir hier schon wieder. Ach komm, ich habe immer noch die Glut, ne? Vom Nameless King. Oh, ich bin Nameless King letztes Mal geschafft. Das ist geil. Da steht was auf dem Boden. Man solle die Tiefen der Burg Lothric überstehen, ehe man der gemeinen Welt gegenübertritt. Ja, okay. Ein sanfter Hinweis, dass man vielleicht erstmal ein bisschen das Spiel spielen sollte, bevor man hier einfach hingeht. Wild. Immer mache ich gut Damage, I guess. Okay, kann ich schon direkt irgendwie abbiegen. Wenn das Spiel eine Map hätte, das wäre doch toll.
Ach. Aua! Aua. Wie getan. Overpowered gefällt mir. Ich glaube eher nicht. Aber mal schauen. Giftiger Edelstein. Na, das war aber die Leiche deines Kollegen. Alter. Okay. War drei Stück jetzt. Leben denn noch? Der Flammenwerfer oder was? Okay, ich fühle mich gerade so ein bisschen verarscht. Ganz ehrlich, ich renne jetzt einfach weg. Ihr könnt mich mal. Ich habe keinen Bock mehr. Feuer in Dark Souls, das ist neu. Dark Souls 3. Hi. Ha! Hier kommt ihr nicht runter, ihr Lappen. Glaube ich. Dauer! Aber sie können runterschießen. Ich habe voll mein Mikrofon gespuckt. Wölfe. Ganz viele kleine Sifs. Ich tue euch nichts, ne? Oh Gott. Ich renne ganz schnell ganz weit weg, okay? Und schreie dabei. Ah! Oh, Loot. Boah, ja. Ich weiß jetzt schon, dass der dicke Ritter da unendlich viel aushält. Deswegen werde ich ihn ganz gekonnt ignorieren. Da war sie Treppen runtergelaufen, glaube ich. Hi. Huiuiuiuiuiui. Hier oben ist nichts. Ach, hier sind Leiter. Gott, schnell. Netter Versuch, mein Freund. Ich gehe jetzt nicht ins Kino. Schade. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich hier sein will. Ich muss gleich wieder runter. Das ist so das Problem an der ganzen Geschichte. Vielleicht suizidiere ich mich einfach. Sag, was läuft gerade? Läuft jetzt nicht Madame Web an? Der ziemlich vernichtende Kritiken erhält. Autsch. Komm, geiler Loot. Mühlenforst Streitaxt. Bin committed. Ich wechsle die Waffe nicht mehr, mein Freund.
mein Freund, Herr Videospiel. So, warte mal, ich kann natürlich auch hier so ein bisschen runterlaufen, ne? Wollen ja die volle Erfahrung. Ich habe 10 Euro für das DLC ausgegeben, deswegen müssen wir auch alles sehen hier. Waren es 10 Euro? Ne, es waren weniger, es läuft, waren 7 Euro oder so. Ach, ich weiß es gar nicht. Ist das erste DLC, was ich richtig auch mal gekauft habe, ne? Weil. Oh Gott. Ah! Ja, mir geht's gut. Weil davor, naja, waren es halt immer, war es halt Remastered und Skull of the First Sin, da waren halt die DLCs einfach schon im Base Game mit drin, ne? Und ich habe sie dann ja eh gebraucht gekauft, das heißt, es war dann eh nicht so teuer. Aber hier musste ich die separat nochmal kaufen. Ich glaube, es gab zwar eine Game of the Year Edition von Dark Souls 3, aber ich war dumm und hab's nicht gecheckt, deswegen habe ich mir einfach die Base-Version gekauft. Muss dann nochmal die DLCs kaufen. Weil die ja zu teuer waren, sie nicht. Habe ich nicht sogar im Angebot gekauft? Irgendwas war doch da. Aber vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Mehr Spider-Man als Madame Web kriege ich diesen Monat wohl nicht. Das ist 50 Hälfte-Schauspielerin. Ja, Dakota Johnson. Die Tochter von Don Johnson. Der war bei Miami Vice. Mitgespielt hat. Guten Abend, Eileen. Lang ist's her. Oh, ich weiß, wo ich bin, glaube ich. Hier hat Dark Souls 1 angefangen, also der Bereich. Jetzt okay, kommt sie direkt. Ist das? Ha, komm. Schwarze Feuerbombe. Ah, jetzt greifen die Bäume auch an. Das sieht cool aus hier, aber auch bedrohlich. Ich sollte abhauen. Ich sollte einfach. Vielleicht ist hier oben was, außer Wölfe. Wo bin ich hier? Ich begehe gerade wirklich große Fehler, glaube ich. Wolf. Huiuiuiuiui. Will ich hier rein? Ach, was soll's. Ah! Ja, ich will hier rein, auf jeden Fall. Okay, schön. Schön, 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 schön. Ja, ja. Mir geht's auch gut übrigens. Ich war heute produktiv. Ich war endlich in der Bibliothek und habe schon mal ein bisschen mit meiner Hausarbeit angefangen. Also, naja, eigentlich nur drüber nachdenken, so ein bisschen... Literatur schon mal durchforsten. Aber ja, ist fein, I guess. Genug für diese Woche, lol. Also halt echt. Jetzt warte ich ja eh dann auf einen Sprechstundentermin mit dem Prof ab. Ja gut, ne? Ha, trotzdem Loot bekommen. Moin! Will ich hier sein? Das ist ja nochmal ein ganzes. Das sieht ja. Das sieht irgendwie aus. Das ist Village aus Resident Evil Village oder so. Irgendwie fühlt es sich gerade so an. Ich gehe erstmal da oben hin. Ich will erstmal dahin, wo ich schon mal war. Wo. Ne? Ich aus Teil 1. Das ist wie Heimat da oben. Das wird super. Gibst du noch vor deinem Urlaub ab? Ja, klar. Ich denke, es ist nicht unmöglich, aber dann kriege ich Burnout. Und zwar wirklich. Also, muss nicht sein, sag ich mal.
Muskelkater in den Beinen, wenn man hohe Schuhe trägt. Da habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung mit, deswegen kann ich das nicht bestätigen. Aber das ist schon lustig irgendwie. Naja, ah, wenn man quasi die ganze Zeit so auf Zehen, nein, nicht den Spitzen, aber auf den Ballen läuft so. Hi. Ich glaube, es ist doch nicht das Gebiet aus da eins, aber egal. You look to be unkindled. No bell tolls. And yet you've slipped into the painting. Ah, no matter. If you've lost your way, the words of Lady Frieda will guide you. Ich glaube, die Physik von seinem Umhang ist irgendwie deaktiviert worden. And listen carefully. What's keeping you? Go on. Ja. Show respect. And let Lady Frieda speak to you. Gleich, mein Freund. Ich finde der Muskelkater an den Beinen auch so ein bisschen geil. Also ich weiß, das ist irgendwie pervers. Also ich finde Muskelkater generell eigentlich immer ganz geil. Da fühlt man sich so, als wenn man wirklich was gemacht hat. Also kommt drauf an, wo. Wenn du nicht mehr laufen kannst, ist natürlich irgendwie Käse. Aber wenn ich manchmal so leicht einen Muskelkater nach dem Sport habe, dann fühle ich mich wieder der größte Barber. Aber eigentlich bin ich der größte Lappen. Aber naja. Fürs Aussehen. Für den Stil. Im Fit grinden. Ja, mach mal. Ich habe Ring Fit jetzt zurück. Von Coop Let's Play. Es sieht geil aus. Ah, mit dir soll ich reden. Welcome to the painted world of Ariandel. I am Frieda. I have long stood beside our blessed father and the rest of the forlorn. But forlorn thou seemest not. Ashen One, I know not the missteps which led thee to this painted world. But thy duty is all, and thy duty lieth elsewhere. Return from whence thou camest. I presume it visible to thee, the bonfire here in this room. Mm-hmm. A meek and faded thing, but 'twill guide thee nonetheless. Schön weiter. Ah, yes. There is a thing thou shouldst by rights possess. Ours is a chance encounter, to be sure. But perhaps it was meant to be. Let this be a remembrance of this cold world. A thing to help thee bear thy duty. Postbestell. Return from whence thou camest. Thou'st a place in that world, and that alone is cause to rejoice. Zu frohlockend! Now, thou'st a... Okay. Ich bin Friede. Meine Aufgabe ist es, dich zu beschützen. Ist der Uncharted 4 Dachboden. Die Spiele erschienen im gleichen Jahr, glaube ich. Unsere Frieda. Die Schlampe. Warum kann ich hier oben hin? Hier wird gemalt. Ach, wie schön. Hui, die ganzen Schriftrollen hier runterfliegen. Na gut. Naja, ich habe ja noch ein Gebiet, ne? Also alles entspannt eigentlich. Beziehungsweise ich kann mal... Kann man hier rein? Das sieht so aus irgendwie. Naja. Dulli jetzt noch irgendwas zu sagen hier. Lady Frieda has spoken, has she not? Then tarry no longer and be gone. Okay. There is one thing you should know. Inside the cold painting, curiosity could be your cross. Stray from the withering flame, and the snow will swallow you whole. Kein Fan. There is one thing you should insight. Stray. Thank you. Guck mal, da links kann ich auch lang. Oh gut, das ist quasi nur, glaube ich. Ne, da links die Leiter, wobei da komme ich gar nicht hoch.
Von der anderen Seite, von unten müsste ich da wahrscheinlich hin. Vielleicht ist da irgendwas Cooles, aber das ist mir jetzt nicht wert. Vielleicht auf dem Rückweg oder so, wenn ich da irgendwie nochmal hinkomme. Man weiß es nicht. Rückweg. Portet sich doch eh weg. Mama Luigi. Ja, wo bleiben denn jetzt hier die Bosse, frage ich euch, hä? Was ist da los? Gibt übrigens zwei Bosse in diesem DLC. Das sind nicht so viele, aber im zweiten DLC gibt es mal entspannte vier Bosse. Also, ja, haben wir wieder sechs Stück. Wir werden heute nicht beide schaffen, DLCs, da bin ich mir sicher. Aber es wäre cool, wenn wir zumindest den ersten vielleicht schaffen würden. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja auch noch in den zweiten reinzuschauen. Ganz theoretisch kann ich jederzeit sagen, okay, fick die Scheiße, wir gehen einfach weg. Weil ich muss die nicht durchspielen. Weder fürs Durchspielen des Spiels natürlich, noch für die Platin-Trophäe. Also von daher kann ich das sagen, aber ich will es natürlich nicht. Na, ja, ich weiß nicht, ob ich beim nächsten Mal dann wirklich den kompletten zweiten DLC schaffe mit vier Bossen, ne? Man kann natürlich einfach sagen, okay, ich verbringe einfach nur einen Stream in den DLCs und gucke, was ich so schaffe. Ah, das ist ja auch bescheuert. Das ist ja auch bescheuert, ne? Oh, wie du bist auch bescheuert. Oder du. Oder du. Vorher auf den Kopf geflogen. 4 Damage gemacht. Auf den Kopf springen macht 4 Schaden. Macht ja nur Tour, damit die mich nicht vorhin sehr abfacken gleich. Ich mach doch heute 14 Folgen. Nein. Gut, ach, du könntest mir entkommen. Danke, dass du darüber nachgedacht hast. Was wir gestern gemacht haben. Ja, wir beide haben gestern sogar was gemacht. Beziehungsweise noch eine ominöse dritte Person, unbekannter Nummer 3. Was habe ich denn sonst so gestern gemacht? Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Gezockt. Aufgestanden, gezockt, ein bisschen Uni gemacht, gezockt. Ein bisschen Roastbeef in München, eine Pizza gegessen. Ja, ne? Ratchet & Clank 2 angefangen. Ich wurde übrigens vorhin gescammt von Ratchet & Clank 2. Beziehungsweise eigentlich eher von meiner Playstation, weil... warum hältst du so viel aus? Aber der macht mir auch nicht so viel damit. Ey, wollen wir die Scheren hinten, oder was? Ich habe vorhin gespielt und dann kam so die Meldung, beziehungsweise ich habe so einen Bereich erreicht, wo man so Waffen kaufen kann. Und wieder so, hey, wenn du Ratchet & Clank 1 gespielt hast, kannst du alle Waffen, die hier ist jetzt in diesem Laden gibt, kannst du alle kostenlos kaufen, weil es die aus dem ersten Teil sind. Und ich dachte mir so, fick dich doch, das war auf der anderen PS3, mein Spielstand ist nicht mehr da. Das Spiel denkt, ich habe Ratchet & Clank 1 nicht gespielt. Motherfucker. Ich habe sogar noch versucht, bevor ich das Spiel angefangen habe, irgendwie den Spielstand runterzuladen. Aber ich weiß nicht, ob ich da gerade PS Plus hatte. Plus... weiß ich auch nicht, wie man bei der PS3 Spielstände runterlädt. Also ich fand diese Option einfach nicht. Nur hochladen, aber nicht downloaden. Ganz komisch. Ganz komisches Spiel. Naja. Puh, das Gebiet war pur Abfuck. Oh oh. Hallöchen, Darky. Blackname. Deadname dich nicht. Mmh.
Und war es auf dem Rummel. Ja. Dabei kann das Spiel aber nichts. Nee. Ist eigentlich sogar cool, dass es das gibt. Oh. Entschuldigung. Well, ich dachte, wer ist ein Gegner? Nothing forlorn about you. You must be the other Ash, I suppose. Ich bin Asche. Ich bin nicht Asche. Oh. Oh, finally, you have come. Battle Plague 1, 2, 3, Mega Mars. Oh, wondrous Ash. Och, grant us our wish. Make the tales true and burn this world away. My lady must see flame. And you have only to show her. You are Ash, are you not? Is it not fire that you seek? Surely you have seen the rot that afflicts our world. But that witch fooled the good father and buried the flame. After we had all made up our minds, too. So, please, grant us one wish. Make the tales true and burn this world away. My lady must see flame, and you have only to show her. Okay. Oh, please, it must be you. I am so terribly. Aber dieses Ratchet & Clank 1 Remake ist ja nicht wirklich ein Remake, oder? Weil das hier irgendwie ganz anders ist, eine ganz andere Geschichte, oder, glaube ich. Like those fools on the outside. Also eher so ein Reboot sollte es, glaube ich, sein. Oh, aber ich weiß es nicht, vielleicht spiele ich es immer mal. Ich habe es immer noch gratis. Theoretisch. Naja, mal gucken. Ach, keine Ahnung. Die Trilogie spiele ich wahrscheinlich durch, auch wenn es mich echt mal ein bisschen abfuckt, weil die Steuerung echt clunky ist. Naja, in dem Sinne würde ich mal sagen, ich beende jetzt mal die Folge hier, die erste vom DLC, und beim nächsten Mal geht's weiter. Yippie, yay, wuhu, tschüss.